den Fraktionsvorsitzenden der FDP, Christian Lindner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Dienstag ist ein Streitgespräch zwischen Minister Altmaier und mir im Handelsblatt erschienen. Und in dieser Begegnung hat Herr Altmaier einmal mehr sein wirtschaftspolitisches Wirken und die Wirksamkeit der Hilfen der Bundesregierung gelobt. Und die Leserinnen und Leser mussten nur ein paar Seiten weiterblättern. Und da lasen sie den dringenden Appell des Unternehmers Thomas Althoff, der sich um sein Lebenswerk betrogen fühlt, weil Hilfen nicht fließen. Gestern stellt Peter Altmaier den Jahreswirtschaftsbericht vor. Und zeitgleich meldet sich Herr Järger, der Geschäftsführer des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft, zu Wort und spricht davon, diese Bundesregierung befände sich in einem konjunkturpolitischen Winterschlaf. Heute stellt sich Peter Altmaier hier hin und spricht von einem robusten Wachstum. Und heute in den Zeitungen lesen wir vom baden-württembergischen Unternehmer Roland Mack, bei dem noch gar nichts, nicht nur an Hilfen angekommen ist, der gar keine Möglichkeiten hat, Hilfen in Anspruch zu nehmen. Herr Kollege Altmaier, die Wahrnehmung, die Sie haben, und die Realität im Land klaffen immer weiter auseinander. Diese Schere sollten Sie schließen. Und nun sprechen Sie hier tatsächlich von einer robusten Wachstumsperspektive, gar von einem Aufschwung. Herr Altmaier, das mag technisch natürlich stimmen, weil wir bestimmte Branchen haben, die auch enorm an Marktanteilen gewinnen. Ich denke an den Onlinehandel. Die Kehrseite werden wir möglicherweise aber in einigen Monaten in unseren Innenstädten beobachten können. Wir haben viele Unternehmen, die fürchten, ob sie überhaupt eine Fortsetzungsperspektive haben, weil die von Ihnen gerade hier gerühmte Aufhebung der Insolvenzantragspflicht, Kurzarbeitergeld, das Hoffen auf Hilfen, diese Unternehmen noch in einer Schwebelage hält. Aber die verdeckten Risiken in der Deutschlandbilanz werden von Tag zu Tag größer. Deshalb ist jetzt entschlossenes Handeln erforderlich. Und dazu haben wir Ihnen ja in den vergangenen Monaten wiederholt Vorschläge gemacht. Unser Kollege Christian Dürr schon, ich glaube, im April des vergangenen Jahres mit der dringenden Mahnung, den steuerlichen Verlustrücktrag möglich zu machen, das heißt, die Verluste des Jahres 2020 oder 2021 zu verrechnen gegenüber der Steuerschuld der Vorjahre. Herr Altmaier, Sie haben diese Idee heute auch für sich mitreklamiert und verweisen dann auf die SPD. Also muss man doch öffentlich fragen, was hält die Sozialdemokratie ab, dieses Instrument einzusetzen, weil es eine schnelle Liquiditätshilfe für die gesamte Wirtschaft bedeutet, ohne dass dem Staat irgendeine Einnahme entgeht, weil nämlich sonst die Verluste in die Zukunft weitergetragen würden. Der einzige Unterschied ist, es würde dann noch Betriebe in der Zukunft geben und nicht viel mehr pleiten. Mein Kollege Michael Theurer hat bei so vielen Gelegenheiten über Ihre Überbrückungshilfen gesprochen. Die Überbrückungshilfe 3, die ja dem Handel im Dezember helfen sollte, die kann man heute im Januar überhaupt noch nicht beantragen, Herr Altmaier. Trotzdem erwähnen Sie sie hier. Also müssen wir doch hier über andere Instrumente nachdenken. Und Kollege Theurer hat vorgeschlagen, gestern noch, mindestens auch rückwirkend zu ermöglichen, sich nicht an Umsatz und Fixkosten und so weiter zu orientieren, sondern ganz einfach das Betriebsergebnis der Vorjahre zur Grundlage zu machen und dann unbürokratisch und schnell Hilfe auszuzahlen. Und mein Kollege Johannes Vogel, der so oft über Solo-Selbstständige gesprochen hat, die diese Bundesregierung auf die Hartz-IV-Behörde verweist, statt einen Unternehmerlohn auszuzahlen, der im Übrigen nicht nur eine Frage der wirtschaftlichen Sicherung, sondern auch des Respekts wäre. Nun, all das finden wir gegenwärtig bei Ihnen nicht. Heute Morgen lese ich auf den Tickern, dass der Minister Jens Spahn jetzt offen ist für einen Impfgipfel. Das haben wir hier im Haus schon länger vorgeschlagen, mit allen Beteiligten an einen Tisch zu kommen und zu schauen, was noch zu retten ist. Gestern auch Herr Woidke, der SPD-Ministerpräsident von Brandenburg. Heute die Umkehr bei Herrn Spahn. Offensichtlich sind ja auch viele Zusagen bzw. Erwartungen, die geäußert worden sind, nicht so eingetroffen. Es hieß zum Beispiel wochenlang, nein, es kann kein anderes pharmazeutisches Unternehmen BioNTech-Impfstoffe produzieren. Genau das macht nun Sanofi. Also macht es schon Sinn, mit der Branche, übrigens auch mit dem niedergelassenen Bereich, mit Landkreisen zusammenzukommen, um zu schauen, wie kann schneller geimpft werden. Gut, dass es diese Wende gibt.
Gut, dass es diese Wende bei Herrn Spahn gibt. Herr Altmaier, Herr Scholz, wir würden Sie aber auf Urheberrechtsschutz nicht verklagen, wenn Sie auch andere Ideen von uns aufnehmen würden in der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Und vor allen Dingen brauchen wir eine, das ist ja klar, eine Perspektive auf Öffnung. Schleswig-Holstein hat nun einen Vorschlag für einen Perspektivplan gemacht, der nach einer klaren Wenn-Dann-Regel Öffnung ermöglicht, Kitas und Schulen, dann auch schon Handel, der einst Gastronomie. Ich verhehle nicht, ich glaube, dass man mit innovativen Maßnahmen von Luftreinigern, Einsatz der Bundeswehr und ihrer Freiwilligen, dass man noch ambitionierter vorgehen könnte als die Koalition in Kiel. Aber, auch Frau Bundeskanzlerin an Sie gerichtet, wenn sich eine Koalition von CDU, Grünen und FDP mit allen Kompromissen auf einen Perspektivplan verständigt, dann ist das richtungsweisend für die ganze Republik und sollte es auch für ihr Handeln im Bund sein. Und nun schauen wir nach vorne, wie kommen wir aus dieser Situation raus? Es gibt Vorschläge aus der Union, die Schuldenbremse zu modifizieren, also höhere Schulden mit der Union. Aus der SPD gibt es den Vorschlag, die Steuern zu erhöhen, was ein Konjunkturprogramm. Die Grünen haben sich mit ihrem Grundsatzprogramm auf beides verständigt, also höhere Schulden und höhere Steuern. Warum versuchen wir es nicht einfach mit einer wachstums- und wirtschaftsfreundlichen Politik? Ohne höhere Schulden auf Dauer, ohne höhere Steuern. Und das tut Not. Der Kollege Brinkhaus hat vor einer Woche ja völlig zu Recht gesagt, im Grunde müsste in diesem Sommer noch gehandelt werden. Die Europäische Union unterstreicht das, weil sich Deutschland selbst für die Partizipation am EU-Aufbaufonds noch nicht qualifiziert hat, wegen der Defizite bei Digitalisierung, Bildung und, höre und staune, wegen der zu hohen Steuer- und Abgabenlast. Also sollten wir hier ansetzen und das rasch. Stattdessen gibt es, damit komme ich zum Schluss, stattdessen gibt es ein buntes Füllhorn, hier auch heute wieder, von unterschiedlichen Investitionen, Maßnahmen, Programmen und Programmchen hier und dort. Diese Programme haben einen Mangel. Oft genug fließt das Geld nicht ab. Vom Konjunkturprogramm, das im vergangenen Jahr mit 10 Milliarden Euro ausgestattet worden ist, sind bis dato erst 800 Millionen Euro abgeflossen. Man kann auch nicht immer sicher sein, dass man auf das richtige Pferd setzt. Wir werden ja sehen, was der Zukunftsantrieb sein wird. Ist es vielleicht der batterieelektrische Antrieb? Manches spricht dafür. Oder ist es mindestens teilweise nicht auch der Verbrennungsmotor mit synthetischem Kraftstoff, von dem in Baden-Württemberg viele Arbeitsplätze abhängen? Und diese Technologie wird durch die Euro-7-Normen erschwert. Also man kann es politisch seitens einer Regierung nicht wissen. Und deshalb wäre es sinnvoll, durch Bürokratieabbau, geringere Energiekosten, Entlastung bei den Steuern, die Angebotsbedingungen für die Wirtschaft zu verbessern, damit wir als Investitionsstandort attraktiv werden. Tagesschau.de schreibt aber heute in einem Porträt über den Bundeswirtschaftsminister, angesichts seiner vielen Subventionen, Programme und Programmchen, er sei kein Ludwig Erhard. Und lieber Herr Altmaier, ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen, ob Sie sich selbst in der Tradition von Ludwig Erhard sehen oder nicht. Andere tun es nicht. Eines wissen wir aber, ein Ludwig Erhard, der sich um Standortbedingungen bemüht, den könnte unser Land heute gut gebrauchen. Jetzt erhält das Wort der Kollege Dr. Carsten Linnemann.